Damit ein herzliches Willkommen wieder zu einer neuen Folge The Last of Us Part 2. In der letzten Folge haben wir ja natürlich ein paar Sachen wieder erkundet, haben uns endlich Benzin gefunden, damit wir in das Fuck Federer Haus bekommen, haben aber natürlich auch noch da in der Ecke, oder nicht da, aber in einem anderen Haus, wo wir dann noch drin waren, einen Schlüssel gefunden, und zwar für diese Tür hier von Barkos 900 Marion and Sixth. So schön wie es heißt. Und wir gucken heute mal rein, was uns da drin erwartet. Und was wir da drin finden. Mist, ich hab's. Mal sehen, was hier drin ist. Ja, deswegen sind wir hier. Jetzt gehen wir noch ganz kurz in den Lauschmodus, um schon mal ein bisschen zu gucken, ob uns hier irgendwas Unerwartetes überraschen könnte. Ich wollte gerade sagen, war das jetzt hier alles? Nee. Trophäe, Tourist! Ja, wir sind Tourist, weil wir... Scheiße, was ist das hier? Irgendeine WLF-Sache. Irgendeine WLF-Sache? Warum lädt sie nach? Das heißt doch schon mal nichts Gutes. Okay, also sie geht nicht geduckt. Immer ein Zeichen dafür, wenn der NPC nicht geduckt geht, dass das hier safe ist. Also safe sein könnte. Sagen wir es mal so. Ob es jetzt wirklich safe ist, sei jetzt mal dahingestellt. So, wir gucken uns gleich noch die Karte an. Aber vorher gehen wir hier nochmal kurz auf Loot-Tour. Weil mit dieser Karte wissen wir zumindest, wo sich was befindet. Was ist das? Das sind ihre Angriffspläne für den Konvoi. Mann, die WLF haben das Militär einfach ausgelöscht. Sowas haben die Fireflies nie geschafft. Ja, ob die WLFs denn das am Ende besser machen, wage ich mal zu bezweifeln. Aber gut. Sollen sie es doch mal ausprobieren. Guni und Ghost würden das lieben. Ausrüsten? Gewehrholster. Ja, geil. Das gefällt mir. Damit habe ich jetzt ein Waffenslot mehr drin. Ja. Dina? Ja, ich hätte doch gerade mit ihr sprechen können. Ich hasse das, wenn diese Interaktionsmenüs auf einmal dann wechselt. Dina, du hattest doch gerade was mit mir. Du wolltest... Mann. Ich kann das bestimmt auch noch nicht nochmal triggern, oder? Ist egal. Ist egal. Hier haben wir was vergessen. Bear your fangs. Sie halten uns für Schafe. Zeigt die Zähne. WLF-Propaganda. Erinnert mich an die Frage. Join the Washington Liberation Front. In New Mexico auch. Da gab es diese Ravens. Beschützer Ravens? Der Verfassung, so nannten sie sich selbst. Jetzt kann ich noch rein. Das waren Ex-Fedra, die fanden, Fedra hätte zu viele Regeln. Sie haben Schutzgeld erpresst, viele Frauen entführt. Tolle Typen. Uff, toll. Ja. Tolle Typen. Ja, hört sich natürlich nicht so schön an. Gut. Damit haben wir das Ding auch geschafft. Jetzt ist die Frage, wir müssen ja jetzt da drüben hin. Ah komm, wir nehmen uns jetzt mal unser Ferdi. Wo ist unser Ferdi? Ferdi, komm mal her. Ferdi fährt. Hey, hast du eigentlich Angst? Weshalb? Nach allem, was wir über die WLF rausgefunden haben, sie sind organisierter, als ich dachte. Das ändert rein gar nichts für mich. Wir müssen nur vorsichtiger sein. Wenigstens wissen sie nicht, dass wir kommen. So sieht's aus. Selbst wenn sie es wüssten, dass wir kommen, wäre mir das... Okay. Wir sollten scheißegal. Ja. Mal sehen, ob diese WLF in der Seraphina sind. Also, selbst wie gesagt, wenn sie es wüssten, dass sie... Also, selbst wenn sie wüssten,
dass wir kommen und auf der Suche nach denen sind. Mir geht es ja hauptsächlich, mal ganz kurz hier nochmal schauen. Mir geht es natürlich hauptsächlich um, ja, meine Rache, ne? Also, wir sind ja, wir dürfen ja den Fokus nicht verlieren. Wir sind ja immer noch, very pissed auf Abby. Wir kennen Abby nicht. Abby hat einfach mal Joel getötet. Warum? Keine Ahnung. Ja, als ob Joel irgendwas, gemacht hätte. Was er gemacht hat, wissen wir alle nicht. Wir haben sie ja, nice. Nicht gefunden. Das war ein Abenteuer. Die Stadt ist groß. Wir haben gerade erst angefangen. Ja, ich weiß. Ja. Ich dachte nur, es ginge schneller. So, jetzt gehen wir erstmal hier wieder zurück zu unserem Generator. Warum läuft mein Pferd so scheiße langsam? Okay, hier ist aber nichts weiter. Wir können mal ganz kurz gucken, ob jetzt die Sachen, die wir hier schon mal gefunden hatten, ob die jetzt wieder respawned sind. Ach, guck mal an. Das hatten wir doch schon mal gelesen. Genau, da habe ich mich nämlich gefragt, von wegen, was ist denn... Genau. Was ist denn ein Klasse-2-Verbrechen? Das war ja auch so die Story vor ein paar Folgen. Aber wann gilt das? Ja. So, jetzt hauen wir erstmal hier ein bisschen Benzin rein. Damit wir das Gate East 2 öffnen können. Aber ich weiß nicht, müssen wir da auch einen Code eingeben? Es gibt ja so eine Torcodes, die wir haben, um die Tore zu öffnen. Okay. Alles gut. Gib den Code ein. Oh. Generatoren sind ziemlich zäh. Du brauchst bestimmt ein bisschen. Oh. Entschuldige, was? Gar nichts. Ah. Hier, geben wir den Code ein. Okay. Dazu müssen wir ganz kurz nochmal in unsere Aufzeichnung gucken, weil das habe ich leider alles nicht im Kopf. Wo haben wir denn den ganzen guten... Torcodes, da haben wir es doch. Wo sind wir denn? West 2-0451. Oder? War das jetzt? Ach nee, ist ja East 2. Ach, leck mich doch am Arsch. East 2 ist 5345. Okay, 5345. Das kriegen wir hin. So, 5... 3, 4, 5. Hat ihr Platz? Nice. Ja, kein Begrüßungskommentar. Oder sie warten nur auf uns. So. Suchen wir einen Eingang. Wir wollen in dieses Hotel. Ja, die Fenster im Auge ist gut gesagt. Du kannst ja kaum was sehen. Wir wollen in dieses Hotel da rein, weil da sollen unsere Feinde sein. Hier vorne sieht es sehr aufgetürmt aus wie ein Schlachtfeld. Also wie, ja, wie eine Mauer, die man einfach so gebaut hat. Wolf. W-L-F. Wolf. Verstehe. Ah, klar. Ergibt Sinn. Auf irgendeine Art und Weise ergibt es Sinn. Das ist richtig. Siehst du das? Ein Infizierter ist gerade über den Zaun. Ach, das heißt, wir können auf diese Weise rein. Müssten wir nicht Schüsse hören? Ich weiß nicht, was los ist. Wenn noch jemand da ist, müssten wir Schüsse hören, ja. Da hat sie recht. Ja, kann ich hier rein? Warum kann ich hier nicht rein? Hallo? Warum ist hier in so einer Geduckthaltung? Hallo? Mister, Mister!
Okay, hier kommen wir nicht rein. Hier kommen wir auch nicht rein. Gut, wir gucken uns jetzt das natürlich erstmal hier ein bisschen um, bevor wir da reinstürmen. Weil so wie es erstmal aussieht, scheint auch keiner da drin zu sein. Das heißt, wir hätten maximal Hinweise, die uns vorwärts bringen, die eventuell da drinnen stecken. Oh, keine Ahnung, was ich tun soll. Vielleicht kommen wir da drüber. Ja. Aber wer sagt denn, dass wir darüber, dass wir da hin wollen als erstes? Wir könnten doch einfach jetzt das Ding hier auch außen vor lassen und hast könnten doch einfach den. Für das Tor? Ja, klar. Weiß nicht. Haben wir nicht? East 1? East 1. Nein, kein Code für das hier. Shit. Okay. Ja, hat sie recht, dann bräuchten wir den Generator auch gar nicht anmachen. Macht ja nur unnötig Unruhe. Na gut, dann hüpfen wir jetzt mal hier rein. In die gute Stube. Der Witz ist, da drüben ist doch einer. Warum wird er mir in meinem Lausch-Modus nicht angezeigt? Da drinnen war gerade einer. Ah. Kommst du denn her? Medikit nehmen, ja, muss ich jetzt auch mal ausnahmsweise. Was war das? Fixer, Alter. Medikit erstmal anfertigen kurz. Nice. So, jetzt haben wir natürlich unsere drei Mollys völlig verschwendet. Na, vielleicht finden wir ja gleich noch ein paar Sachen. Aber ist natürlich super verdächtig ruhig, was das hier angeht. Könnte also bedeuten, dass von den WLFs einfach mal keiner mehr hier drin ist. Wäre ich jetzt auch nicht traurig drüber, muss man auch ganz klar sagen. Aber schön wäre anders. Könnten wir eigentlich jetzt noch... Was war das? Ich habe es gerade knarzen gehört. Gut, lass uns mal hier kurz gucken. Wir nehmen vorsichtshalber mal unsere Schrotflinte. Guck mal an, jetzt können wir nämlich wieder Mollys machen, wa? Genau. Ja, zumindest einen zu haben, ist schon mal nicht verkehrt. Vielleicht mal hier die Waffe wieder wechseln. Hier haben wir nochmal ein bisschen Sprengladung. Das sieht aber schon schick aus hier, das Hotel, muss man mal sagen. Ne? Also könnte man sich vorstellen, ein bisschen Urlaub zu machen. So, hier geht es einmal durch die Tür. Da wollen wir aber noch nicht hin. Aber gleich. Ein Kicker! Geil! Hier vorne gab es nämlich noch einen Lumpen. Lappen oder sowas. Genau. Zack. Haben wir mitgenommen. So, Fahrstuhl können wir nicht nehmen, weil wir haben ja keinen Strom.
Hier haben wir noch Munition. Ach, der hier ist frisch. Und er hat einen dieser Wolf auf Nähe. Stimmt. Sie haben es mit ihrem Benzin wohl nicht rausgeschafft. Das ist gut, oder? Wenn irgendein Infizierter die Mörder von Joel erwischt hat, dann sind sie trotzdem tot, Ellie. Ja. Das ist keine Gerechtigkeit. Genau. Nehmen wir was mit, wenn wir schon hier sind. Da vorne liegt einer. Hier war doch gerade noch Munition, oder was? Nice. Die Machete habe ich schon kaputt geschlagen? Ah, verdammt. Aber der sieht auch nicht mehr so... Also, ja, ne? Also, ist ähnlich wie der andere Typ. Sieht noch sehr fresh aus. Gibt's hier irgendwas? Nee. Ah, hier liegt noch ein Lumpen. Vielleicht finden wir hier auch noch ein bisschen Alkohol. Oh, wir haben noch ein bisschen Sprengstoff. Was haben wir hier? Werkzeug. So, dann lass uns doch mal ganz kurz gucken. Da vorne haben wir auch noch was. Wir könnten uns... Oh, können wir uns noch einen Molly machen? Nee, können wir nicht. Aber wir können uns auf jeden Fall so einen Sprengsatz nochmal bauen. So, damit haben wir so zwei solche Sprengsätze. Damit können wir nämlich den Stuff hier wieder mitnehmen. Hier liegt noch Werkzeug. Sehr gut. Okay. Und dürfen wir den Raum hier clear haben? Da vorne ist es. Erkennst du sie? Nein. Vielleicht hat die jemand anders getötet. Die Infizierten sind gerade gekommen. Hey, da ist ihr Benzin. Tja, wenn wir noch was brauchen, wissen wir, wo es ist. Ja, ist ja nicht gerade wenig, was sie sich hier so angesammelt haben, benzintechnisch. Ist schon eine Menge. Wollen wir jetzt wirklich nach oben gehen? Ich meine, wir müssen, aber... Wenn die erschossen worden sind von... Was? Wenn die... Die sich selber erschossen? Die sich gegenseitig abgemurkst? Den hier erkenne ich auch nicht. Oder, kann ich hier rein? Nein. Oder haben die, die Fedra-Leute quasi erschossen und einfach nur den anderen Klamotten angezogen? So, damit es so aussieht, als ob sie sich selber erschossen hätten. Nix. Was mich jetzt mal wundern würde oder fragen würde, ist, das würde sogar gehen. Okay. Kann ich noch was bauen? Herstellen? Nee, nee. Und nee. Okay. Also gehen wir jetzt hier mal Stück für Stück die Sachen durch und looten hier Zeug halt. Und entdecken hier natürlich noch ein paar Sachen, die wir hier wieder lesen können. Samstag, 29. März. Unser Schlag gegen die Fedora-Kontrollpunkt war erfolgreich. Ich habe mindestens 3 von diesen Verbrechern getötet. Bei uns gab es nur ein paar Verwundete. Nach unserer letzten Verlusten hat es gut getan, zurückzuschlagen. An dem Abend haben wir Isaac zu unserem neuen Kommandanten gewählt. Es war ein hitziges Treffen. Seine standrechtliche Exekution dieser Gefangenen stößt manchen Leuten noch übel auf, aber ich mag ihn. Er kann auch schwere Entscheidungen fällen. Freitag, 4. April. Ich bin total erschöpft, aber aus gutem Grund. In den letzten Tagen sind 8 neue Rekruten hier aufgetaucht. Und 6 davon sind Fedora-Deserteure. Es ist eindeutig, Isaacs Richtlinien funktionieren. Entweder das oder
Es sind die ganzen Flugblätter. Die Leute nehmen uns jetzt ernst und sehen die WLF endlich als echte Alternative. Wir werden diese Faschisten vertreiben und auf dem Fundament, das Emma und Jason gelegt haben, etwas Neues aufbauen. Ah. Revolution! Aber meistens ist die Revolution auch nur eine... Ja, egal. Werde ich jetzt mal nicht weiter ausführen, was so, was ich mir jetzt gerade so denken wollte. Ja. Okay, also hier ist zumindest schon mal nichts weiter. Hier können wir nicht weiter hoch. Heißt also im Umkehrschluss, wir müssen durch diese wunderbare Tür, die wir jetzt öffnen. Scheiße. Wer ist das? Was ist denn hier passiert? Das war Tommy. Niemals. Er war es bestimmt. Das ist einer von Joels Mördern. Scheiße. Hier drüben ist noch jemand. Nicht. Er hat sie gegeneinander ausgespielt. Wie? Joel hat mir davon erzählt. Du stellst dem Typen eine Frage, aber er darf es nicht sagen. Er muss es aufschreiben. Dann fragst du den hier. Wenn die Aussagen sich decken, sagen sie die Wahrheit. Sonst wird's hässlich. Ja. Ost 1. Noch ein Torcode? Sieht so aus. Ganz frisch, Al. Er kann noch nicht weit sein. Ja. Okay, also wir haben hier anscheinend was gefunden, na los. Wo Tommy, ja, hier ein bisschen Radau gemacht hat. Weil Tommy ist ja der Bruder von Joel und ist natürlich auf derselben Suche wie wir. Auf einem kleinen Rachefeldzug, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch gesagt. Ja. Wie wir sehen, recht erfolgreich. Also, wir haben auf jeden Fall das East 1. Der Code für das East 1. East 1 Tor. Meine Güte. Sprechen ist heute für mich mal wieder sehr schwer. Und ja, suchen wir jetzt natürlich aka Tommy, um ihm natürlich zu helfen. Aber wir sind jetzt nicht auf der Suche nach Tommy, um Tommy jetzt irgendwie was anzutun, sondern wir sind eher auf der Suche nach Tommy, um Tommy zu unterstützen. Ja, das muss man auch ganz klar sagen. So. Und hat so einiges getan, aber Scheiße. Ich weiß. Alles es ist sein Bruder. Also. Schön war's nicht. Du darfst nicht schlecht von Tommy denken. Ellie, wären die Mörder meiner Schwester vor mir an einen Stuhl gefesselt. Ich hätte Schlimmeres getan. Kapiert. Also. Ich wollte gerade sagen. Ja, also, das ist, ich hätte auch wahrscheinlich einiges Schlimmeres gemacht, wenn es um meinen Bruder geht.
generell Family, ne? Hab's. Aber Wurst. Und ich hab's auch. Ah? Frage ist nur, wo führt uns das hin? Wir kommen weiter. Jetzt ist natürlich die Frage, aber auch die, wenn Tommy da war und der Typ das Ganze auch alles aufgeschrieben hat, warum war das Tor verschlossen? Also ist Tommy durch und hat es danach wieder zugemacht? Und wenn ja, warum? Um seine Spuren zu verwischen? Er hätte aber auch die Leichen verstecken müssen. Oder hatte er die Hoffnung, dass die Leichen aufgefressen werden? So, Dina, bist du mit dem Hottie Hümer hier? Komm her hier. Na gut, also wir haben auf jeden Fall eine Spur von Tommy. Wir haben einige Tote der WLFs. Wir sollten irgendwo ein Lager aufschlagen. Vielleicht weiter oben, dann haben wir das Gebiet im Blick. Klingt gut. Gerne machen. Okay, suchen wir ein offenes Gebäude. Ein offenes Gebäude? Oder WLF. Wolves. Wie auch immer. Ich habe noch diese Mandeldinger, falls du Hunger hast. Ah. Nein, danke. Du solltest etwas essen. Die Rationen. Ich klinge gerade wie meine Mutter. Ich brauche nichts. Er ist aber richtig. Essen ist wichtig, Freunde. Dina! Schnapp die andere! Verliert sie nicht! Los! Dina! Was für ein Wichser! Tötet einfach mein Pferd! Komm her, hol dir die Waffe. Ich hoffe, du hast dir es gut überlegt, was du gerade da gemacht hast, mein Freund. Hätte nicht gedacht, dich nochmal zu sehen. Wie hast du uns gefunden? Hab nach einem Typen mit einer scheißhässlichen Narbe gefragt. Sehr lustig. Wie viele sind noch hier? Hm? Nur ihr beide? Du kannst das nicht stoppen. John! Du solltest nach der anderen Ausschau halten. Was ist denn hier los? Hey, der Schmuggler, den wir in Jackson gekillt haben? Ja. Dieses Mädchen war da. Was? Sie sind hinter uns her. Deshalb war Nick so zugerichtet. Wir müssen sie zu Isaac bringen und ihm genau sagen, was hier los ist. Ja, tja, ich habe gerade mit Isaac gesprochen. Wir haben einen neuen Auftrag. Alle Eindringlinge töten. Oh, Moment, Moment, das ist doch völliger Schwachsinn. Das ist ein Befehl, Mann. Nein, reden wir mit ihr, um herauszufinden, was sie weiß. Ist scheißegal, was sie weiß. Du hast gesehen, wozu sie fähig ist. Du weißt doch gar nicht, wie viele Leute sie dabei hat. Das könnte ein Hinterhalt sein, Mike. Egal, wie viele es sind. Wir finden sie, wir töten sie. Kannst du nicht bitte einmal kurz dein Hirn einschalten und einfach... Dina! Alter. Ich sag dir eins. Schneid dich los, Bulle. So, mein Freund, Alter, jetzt bist du fällig. Hab dich, mieser Wichser. Ich hab's dir gesagt. Alles gut? Schieß drauf, komm. Die eine Kugel kann man ruhig noch verwenden. Verschwenden. Wir sollten gehen. Bestimmt hat jemand die Schüsse gehört. Schau mal. Sie gehört zu ihnen. Na los, sieh dir den später an. War da ein TV-Sender auf der Karte? Ich hab keine Ahnung. Komm! Fuck Ellie! Okay.
Moin, komm mal her. My friends. Warte mal. Haben wir eigentlich noch Mollys? So, du kriegst erstmal eine reingeschmissen. Hallo! Oh, ihr Fixer, Alter. Wie viel hast du gesehen? Genug. Scheiße, wir müssen hier raus. So, hast du noch was fallen lassen? Schade. Genug hat sie gesehen. Also, das sind auf jeden Fall hier die WLFs, die Bastarde. Falls ihr übrigens noch ein bisschen jung seid, solltet ihr vielleicht euch dieses Let's Play hier nicht angucken. Ich fluche sehr viel und das gezeigte Bildmaterial ist natürlich nicht jugendfrei. Dementsprechend, bitte schaltet im Zweifelsfall ab. Danke! So, auf geht's in den Next Part. Hier lang! Weiter! Säubert die Räume! Ja, säubert die Räume ruhig, Freunde. Um die herum! Achso, ihr wollt jetzt außen? Ah, ihr wollt Spielchen spielen. Na gut. Für Spielchen bin ich aufgelegt. So. Auf Wiedersehen Nummer 1. Sneaky ist lange vorbei, Freunde. Mist! Auf Wiedersehen Nummer 2. Also bei denen hier mache ich. Freundchen. Sie kann nicht weg! Oh, oh Gott. Ich hab Glück gehabt. So. Bist du verblutet? Ein bisschen? No. Wer ist tot? Bist du da? Oh, hast du ein Glück, dass ich deinen Kopf nicht getroffen habe. Aber jetzt dafür. Ah, ich habe kaum noch Munition, ne? Ja. Erkennst du irgendeinen davon? Nein. Leider nicht. Wie gesagt, Freunde, wir sind ja auf einem kleinen Rachefeldzug. WLFs, nicht unsere besten Freunde. Ja, wir werden auch nie beste Freunde werden. Sag ich so, wie es ist. Und jeder, der hier denkt, er meint, mich hier ankacken zu können, ja, muss natürlich damit rechnen, dass er wieder was zurückbekommt. So, wir gehen jetzt natürlich hier ganz gechillt erstmal durch. Und schauen hier, ob wir noch Sachen finden. Wie Munition beispielsweise. Ja. Ist natürlich jetzt ein bisschen mühselig. Was ist da? Achso, können wir uns eigentlich wieder Mollys herstellen? Nee, schade. Fehlt uns leider noch Alkohol. So, haben wir denn hier draußen noch irgendwelche Leichen? Nee. Ja, jetzt wird es natürlich wieder ein bisschen anders. Ah, hier war noch was. Ah, Medizin. Munition. Ja, deswegen, also die Sachen brauchen wir. Deswegen müssen wir ab und zu mal gucken, weil, wie wir ja unten rechts sehen, wir haben noch 6 Schuss. Wer sagt 7 Schuss? Ja, 7 Schuss haben ist toll, aber ein bisschen mehr Munition haben wäre besser. Da würde ich mich mehr drüber freuen, als nur mit diesen popligen 6 Schuss. Wir haben ja in der Shotty und in der Dings haben wir ja so. Ja, wir haben noch einen Schuss in der Shotgun. Kein Molotow-Cocktail, leider. Und nur noch 7 Schuss mit dem Revolver. Okay. Macht mal.
Ja, ja. Schlaf, Fräulein, schlaf. So, hast du Sachen für mich fallen lassen? Wie zum Beispiel Munition? Wäre ganz geil. Da drüben ist noch der andere. So, wo ist der andere? Oh, noch drei Leute. Na geil, den da drüben sehe ich jetzt schon auch schon nicht mehr. So, wir haben immer noch vor, das Ganze ja eigentlich sneaky ninja technisch zu machen. Eigentlich. Also werden wir auch so versuchen durchzuführen. Ich bin der Meinung, dass da hinten, was ich da mal eingesehen hatte. Genau. Hallo, Mister! Mister, Mister! Auf Wiedersehen. So. Der hat sogar Munition fallen lassen. Geil! Ich weiß nichts. Verteilt euch. Okay, wir posieren mal ganz kurz hier. Ob wir es in der nächsten Folge schaffen, alle vier Leute zu killen, ja, also den, der in dem Raum ist, plus die drei, die gerade angekommen sind, werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich hoffe, ihr hattet heute wieder Spaß beim Zuschauen. Ich danke schon mal fürs Zuschauen und wünsche erstmal ganz viel Spaß und bis dahin erstmal reingehauen.